Ich war mit Zuschauern im Discord-Talk und ihr durftet mir jede Frage stellen, die ihr wolltet. Und das kam dabei raus. Und zwar, hättest du lieber Eichelkäse an der Hand oder Handkäse an der Eichel? Nach diesem Zwischenfall bin ich nicht in der Abi-Zeitung gelandet. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, dass du das gleiche Wasser trinkst, was Dinosaurier schon früher getrunken haben? Und an der Stelle würde ich sagen, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, wird's jetzt höchste Eisenbahn. Abonnieren, Daumen nach oben da lassen und viel Spaß. Bitte! Aber vor allem bin ich ein... Hey, ganz ruhig! Entspann dich, Junge! Mosche, Miesmuschel! Ich bin ein taubes Würstchen! Du bist ein taubes Würstchen! Freunde, was geht? Einen wunderschönen guten Abend an der Stelle. Ihr könnt mich alles fragen. Ich werde alles beantworten. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir gehen mal eine Reihe nach und ich würde sagen, wir fangen mit Yasin an. Einen wunderschönen guten Abend an der Stelle. Ja, ich wünsche dir auch. Also Yasin, ich habe schon vorhin gelesen. Du hast die Fragen aufgeschrieben. Genau, ich bin dabei schon mal die Fragen hier aufzulisten. Also meine erste Frage wäre, möchtest du irgendwann ausziehen und wenn ja, planst du es eventuell mit Freunden, dass du in einer WG ziehst oder willst du wieder alleine sein? Also ich muss sagen, WG könnte ich mir safe irgendwann vorstellen. Mit Kübel war ja zum Beispiel auch mal eine WG in Aussicht tatsächlich. Auf jeden Fall muss ich an meiner Wohnsituation im nächsten Jahr was ändern, weil ich ganz gerne mein YouTube-Studio so ein bisschen separat hätte. Kann man weil nicht ich habe es für mich selber in diesem Jahr gemerkt, es tut mir nicht so ganz gut, wenn ich beispielsweise hier im Hintergrund mein Wohnzimmer habe und hier direkt mein Schreibtisch mit meinem YouTube-Studio. Ich kann da halt nicht abschalten. Also das ist total strange und weird, aber wenn ich beispielsweise irgendwie mal abends oder beim Essen auf der Couch bin, dann sehe ich immer im Augenwinkel, okay, rechts ist mein YouTube-Studio. Ja. Und weiß ich so, okay, schnell aufessen und schnell wieder ransetzen. Deswegen habe ich auch überlegt, im nächsten Jahr einfach ein billiges Büro zu mieten, vielleicht für einen Huni im Monat oder so in der Umgebung. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Meine jetzige Wohnung, ich kann mir eigentlich keine bessere Situation vorstellen, weil meine Nachbarin ist halt 82 und die ist dementsprechend so ein bisschen schwerhörig und ey, die ist ultra entspannt. Sie ist wirklich so heftig entspannt, was das Ganze angeht und ich bin halt ordentlich laut und sie hat da kein Problem. Okay. Mit. Und ich zahle für die Wohnung auch nur 300 Euro warm. Das ist heutzutage nichts. Okay, gut, danke. Dann wäre ich soweit durch. Ich bedanke mich an dich und an die Zuschauer. Und dann sieht man sich, keine Ahnung, in den nächsten Streams oder so und dann, ja, hört man sich einfach mal wieder, ne? Genau so ist es. Auf geht's, als nächstes JSM Gaming, rein geht's! Einen wunderschönen guten Abend, what's poppin'? Hallo? Also ich habe auf jeden Fall eine sehr tiefe Frage. Oh, okay. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, dass du das gleiche Wasser trinkst, was Dinosaurier schon früher getrunken haben? Inwiefern? Weil es gibt ja kein neues Wasser. Die Dinosaurier haben das gleiche Wasser getrunken, was wir heute trinken. Du hast recht. So tief habe ich noch nie drüber. Also generell, also ich habe... Ja, stimmt. Alter, einfach erleuchtet worden. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja. Wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? TikTok. Ja, okay, TikTok, ja, okay. Ja, stimmt, dann haben wir safe mal das Wasser von, weiß ich nicht, was ein T-Rex bereits mal getrunken hat. Wir trinken die Pisse der Dinos und ich bin stolz drauf. Okay, als nächstes ist Grunchat 50 dran zum Sprechen einladen. Moin. Hey, ich hoffe, es funktioniert. So, ich habe tatsächlich auch mal wieder eine super interessante Frage. Okay. Und zwar, was sind deine Ziele für 2022? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich würde die jetzt ziemlich offen und ehrlich beantworten, wenn das dem Video vom 27.12. nicht entgegenwirken würde. Aber meine Ziele für 2022 sind auf jeden Fall mein Privatleben wieder so ein bisschen mehr geregelt bekommen. Also sprich, dass ich einfach gewisse Routinen aufbaue und das nicht so unorganisiert wie jetzt ist mit YouTube und meinem Privatleben. Ich möchte auf jeden Fall mehr Sport treiben, mich gesünder ernähren und vielleicht mal ein, zwei Tage pro Monat haben, wo ich wirklich abschalten kann, so ein Off-Day wirklich haben kann. Weil aktuell mache ich wirklich jeden Tag was für YouTube und das sind so meine Ziele fürs nächste Jahr. Ich möchte deutlich mehr lesen, mich in gewisse Themen mehr einarbeiten. Ich möchte im nächsten Jahr auch meditieren lernen tatsächlich. Also im nächsten Jahr stehen auch viele Dinge an, was meine geistige und körperliche Gesundheit zu tun, mit denen zu tun hat. So, der nächste ist Bowser. Moin! Hallo. Also, meine Frage an dich war, welche Eigenschaft
du an dir ziemlich nicht geil findest und welche Eigenschaft du stattdessen haben wollen würdest? Boah, ich glaube, die Frage habe ich mal beim Polarize Crew beantwortet. Eigenschaft, die ich nicht an mir mag, dass ich mir sehr viele Gedanken mache. Ich bin ein Mensch, der aktuell ziemlich schwer abschalten kann. Wenn ich mir Gedanken mache, so über 1000 verschiedene Themen gleichzeitig, das laugt mich manchmal ziemlich stark aus. Das ist so das, woran ich ganz gerne arbeiten würde. Das würde auch zu den Zielen im nächsten Jahr passen. Ich lade mal das nächste Girl jetzt rein. Das nächste Girl ist jetzt im Talk drin, Freunde. Jetzt könnt ihr simpen. Alter, was geht, nächstes Girl? Moin. Moin. Also, erstmal die wichtigste Frage, und zwar, wer ist der coolste Zuschauer? Also es ist natürlich eine rhetorische Frage, die selbsterklärend ist, aber ich wollte es einfach trotzdem nochmal wissen. Der coolste Zuschauer ist mit Abstand auf jeden Fall, Scheiße, jetzt fällt mir keine lustige Antwort ein. Oh, danke für das Kompliment, Momo. Nehme ich gerne. Finde ich ja, kein Ding, kein Ding. Genau. Weiter geht's mit Pokefreak Lukas. Hi, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du mal was aus deiner Schulzeit erzählen kannst oder auch ein paar Tipps geben könntest. Eventuell in Richtung soziale Beziehungen oder Freundesgruppen oder so etwas. Boah, yo, da habe ich ein sehr, sehr interessantes Thema tatsächlich. Und zwar, soziale Kontakte ist, glaube ich, ziemlich interessant, weil, ich erzähle mal so ein bisschen was aus meiner Abi-Zeit. Es gibt in Klassen immer solche Gruppierungen. Es gibt einmal diese Gruppierungen der beliebten Kids, dann halt die normale Schicht und dann vielleicht so diejenigen, die, weiß ich nicht, die Zocker oder so. Ne? Es gibt immer so verschiedene Stereotypen um Gruppen. Unser Abiturjahrgang, wir hatten, glaube ich, 100 Leute, das war extrem groß. Es gab so eine Mädchengruppe, die alles organisiert hat. Sowas wie Abi-Pullover, Abi-Motto, Abi-Zeitung. Und ich weiß noch, das war damals mit meiner Ex-Freundin, wir gehen so tief in die Materie hinein, 2018. Da war, bin ich auf jeden Fall mit ihr zusammen gewesen und dann kam irgendwie dieses eine Mädchen, kannte sie halt, aus der beliebten Gruppe. Dann ist dieses Mädchen zu den Eltern meiner Ex-Freundin, damals Freundin, gegangen und meint so, ja, ne, David ist ja jetzt mit Dingens und Dingens zusammen, ne? Und da meint sie so, ja, werdet ihr ja bald sehen, was ihr davon habt, ne? Und dann dachte ich so, hä, was ist denn ihr Kackproblem? Warum tut sie sowas? Auf jeden Fall habe ich sie dann am nächsten Tag in der Schule zur Rede gestellt und meint so, hä, was willst du von mir? Wo ist das Problem? Und dann meint sie so, hä, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist eine Lüge. Und dann meinte ich so, ey, kannst du bitte, wenn du irgendwelche Probleme hast, dich selber drum kümmern? Und da ist so ein kleiner Beef ausgebrochen zwischen uns beiden. Also, weil ich einfach wirklich mal meine offene Meinung ihr gegenüber geäußert habe. Klar, war jetzt nicht so klug, kommunikationstechnisch gesehen, glaube ich. Aber auf jeden Fall, nach diesem Zwischenfall bin ich nicht in der Abi-Zeitung gelandet. Ich war der Einzige, der nicht in der Abi-Zeitung war. Aber ansonsten, wenn ich hier Tipps geben würde, ganz ehrlich, sei immer offen und ehrlich zu allen Leuten. Sei du selbst. Sei einfach du selbst. So, als nächstes kommt Florentin. Moin. Hallo David, ich begrüße dich. Ich begrüße dich auch. So, es geht sich um Folgendes. Und zwar stehe ich vor einem kleinen Dilemma. Und zwar haben ich und mein Philosophiekurs in der Schule ein paar gewisse ethische Entweder-Oder-Fragen diskutiert. Und wir haben auch eine Hausaufgabe aufbekommen und ich möchte einfach mal deine Expertise für diese Frage gerne erhören. Und zwar, hättest du lieber Eichelkäse an der Hand oder Handkäse an der Eichel? Ich weiß es selber nicht, ich tendiere eher zum Letzten, aber ich bin mir echt unschlüssig. Warte mal, nochmal bitte. Also Eichelkäse an der Hand oder? Handkäse an der Eichel. Also was? Halt, ne, vom Wriggler, wenn du verstehst, was ich meine. Kommt natürlich drauf an, wie lange behältst du es denn drauf? Sagen wir mal 5 Minuten. 5 Minuten, aber ich könnte meine Hand aus dem Fenster halten. Ja, kannst alles machen, was du willst. Muss halt nur auf der Hand sein. Ich könnte aber auch meinen Wriggler aus dem Fenster halten. Mit einer Käsescheibe drüber. Dann wirst du aber eine dritte Anzeige bekommen. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ja, wobei 3 ist eine gute Streak. Stimmt. Dann würde ich mich entscheiden für Eichelkäse an der Hand. Eichelkäse an der Hand? Oh, ja. Okay. Darf ich noch kurz jemanden grüßen? Safe. Okay, ich grüße Crazy Jimmy, meinen Nachbarn. Ich grüße Simple Simon, den Besten aus der Hood. Und meinen Philo-Lehrer McNugs. Geht und raus. Und Danger Dario, der ist auch im Talk. Grüße gehen raus an Danger Dario, du Nipsust. Kuss geht raus an die Ehrenmänner. So, jetzt kommt Liam. So, was brennt dir auf der Seele, Bro? Ich wollte fragen, ich meine, jeder kennt das, würde ich sagen, man hat einen schlechten Tag oder viel Stress allgemein. Wie kriegst du dich dazu motiviert, auch so regelmäßig zu streamen und auch die Videos zu bringen? Ich meine, gibt es auch manchmal Tage, wo du den Stream startest und dir denkst so, yo, ich habe gar keinen Bock. Erstmal wieder Verweis auf den 27.12. Also erstmal safe. Es gab auf jeden Fall in der Vergangenheit einige Tage, wo man eigentlich nicht so Bock hat zu streamen, aber man trotzdem den Stream startet. Und ich habe eigentlich so den perfektesten Vergleich, wie sich dieses Phänomen
jeder vorstellen kann. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn du keinen Bock hast, stream, stream nicht. Aber das ist meiner Meinung nach kontraproduktiv, denn meiner Meinung nach ist es mit dem Stream ähnlich wie mit dem Gym. Denn Stream ist halt so, man muss sich erstmal manchmal aufraffen, in den Stream hineinzukommen. Genauso ist es wie auf dem Weg zum Gym. Davor ist es manchmal beschissen, aber wenn du währenddessen bist, hast du auf einmal Spaß und es ist einfach voll geil. Und wenn wir nochmal auf dieses Gym... Vergleich zurückzukommen. Ich meine, im Endeffekt hast du mit dem Gym bestimmtes Ziel. Du möchtest Muskeln aufbauen, du möchtest sportlicher werden und du hast nicht immer Bock, Sport zu treiben. Das ist so. Aber du hast dieses ganz große Ziel und dementsprechend ziehst du es durch. Und ähnliches mit dem Stream. Yo, Koppels, Alter. Junge, Koppels, let's go. Alter, Koppels, du geile Sau, was geht? Hallo. Zwar, du machst ja Musik, also machst ein bisschen Fun-Tracks. Wirst du auch selber so ein bisschen Deep-Rap machen wie Hübi, oder? Boah, also aktuell ist es bei mir irgendwie unvorstellbar, aber ich würde es nicht ausschließen. Also ich glaube, wenn ich mich wirklich mal mehrere Wochen an einem Track hinsetzen würde, wo ich mir Gedanken mache, könnte ich mir es auch sehr gut vorstellen. Alles klar, okay. Tony, kannst reinjoinen, da ist er ja. Hi. Hallo, bin ich wirklich der Letzte? Du bist der Letzte, die anderen hatten wir schon. Die Frage, also ich habe die mir extra aufgeschrieben, weil ich habe die schon wieder vergessen in der Zeit. Mhm. Und zwar, wenn du könntest, würdest du was ändern? Jetzt in meinem Leben? Ja. Wenn ich was ändern könnte. Boah, das ist schwierig, weil ich bin so ein Mensch, ich habe einiges erlebt, aber ich persönlich denke, ich würde nichts ändern. Ich bin kein Fan davon zu sagen, yo, wäre das und das so eingetreten, dann wäre es jetzt so und so. Im Endeffekt sollte man immer mit seiner eigenen Situation zufrieden sein. Es hat einen bestimmten Grund, warum man Dinge in der Vergangenheit gemacht hat oder Dinge passiert sind und dementsprechend lasse ich alles auf mich zukommen und denke mir, okay, vielleicht hat es ja irgendeinen Sinn, dass das und das passiert ist, ne? Also ich glaube, ich würde nichts ändern wollen, nein. Ich bin vollkommen zufrieden. Freunde, an der Stelle würde ich einmal sagen, vielen lieben Dank. Es war ein ultra cooler Stream. Bis dahin, Freunde, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao, viel Spaß beim Raid. Du möchtest noch eine Folge in diesem Stile sehen, dann würde ich jetzt auf jeden Fall auf dieses Video klicken und den Kanal abonnieren.